Herzlich willkommen zurück zum 7 Days to Die Let's Play Tutorial. Ja, weiter geht's. Wir haben in der letzten Folge alles mögliche Nitrogen gemacht, beziehungsweise in der vorletzten Folge, in der ersten Folge Nitrogen, wie man eine eigene Karte erstellt oder eigene Karten erstellt für 7 Days to Die. Wir haben die ganzen Optionen besprochen. Worüber wir noch nicht gesprochen haben, sind die Grafikoptionen, die ich hier spiele. Die will ich euch mal ganz kurz zeigen. Da gehen wir hier einfach in Optionen rein, Video, da seht ihr hier, das steht auf Benutzer definiert, Kantenglättung hoch, Texturqualität ganz, Texturfilter auf Ultra, UMA Texturqualität, es ist glaube ich für im Multiplayer, wie gut die Charaktermodelle der anderen Spieler dargestellt werden, das habe ich hier auf niedrigste gestellt. Qualität der Reflexion niedrig. In dem Tooltip, der da steht, steht ja auch immer, wie sich das auf die Leistung auswirkt. Hier in dem Fall halt sehr hoch, deswegen habe ich es runtergestellt. 7 Days to Die ist ja noch nicht fertig. Das ist ja immer noch eine Alpha und es wird wahrscheinlich auch immer eine Alpha bleiben. Und es ist halt ein performance-hungriges Spiel. Das ist einfach so. Ihr seht hier, ich habe die FPS eingeblendet. Ich habe zwar hier stabile 60 FPS mit einer 1080 Ti. Und einem alten Ryzen-Prozessor mit 16 GB RAM. Trotzdem habe auch ich Frame-Drops zwischendurch. Was ihr aber machen könnt, ist die Umgebungsverdeckung. Die kann man jetzt hier nicht ändern. Das liegt daran, dass genauso wie die Sichtweite, die kann man hier auch nicht ändern. Das liegt daran, dass ich schon im Spiel bin. Ich müsste also hier über Verlassen aus dem Spiel raus ins Hauptmenü, um die Optionen zu ändern. Ansonsten, ihr könnt vieles hier ausschalten, da kann man einiges an FPS mit rauskitzeln, aber ich dachte mir, ich zeige euch mal meine Grafikoptionen, dann könnt ihr euch die runterkopieren. Wie gesagt, ich habe eine 1080 Ti und einen Ryzen 7800X und 16 GB RAM und das Spiel ist auf einer SSD installiert. Und dann könnt ihr euch die hier schon mal nehmen, die Werte könnt ihr euch die rauskopieren. Und dann habt ihr einen Startwert, der ist im Singleplayer auf jeden Fall ziemlich gut spielbar. Benutzeroberfläche gibt es dann hier noch die Transparenz und so ein Kram, Temperatureinheit in Celsius, FPS-Anzeigen, Skalierung, also ein Krempel. Anzeige selber solltet ihr hier auf Vollbild haben. Dynamische Auflösung könnt ihr einschalten, bekommt ihr ein bisschen mehr FPS, weil dann je nachdem, wenn die Framerate unterschritten wird, also ich mache mal hier, oh, das war jetzt falsch, dynamische Auflösung, Moment, automatisch, genau, wenn ihr unter 50 FPS fallt mit eurer Framerate, dann wird die Auflösung dynamisch runtergerendert, ja, dann habt ihr wieder ein paar FPS mehr. Also damit könnt ihr auch ein bisschen was rauskitzeln für diejenigen, die vielleicht einen wirklich schwachen Rechner haben sollten. Ich habe V-Sync an, viele sagen, man soll V-Sync ausmachen. Ich persönlich kann ohne V-Sync nicht spielen. Also das Ausreißen der Bilder, ich finde das so grauenhaft auf dem Monitor. In OBS würde man das wahrscheinlich noch nicht mal sehen, aber auf dem Monitor finde ich das so grauenhaft, deswegen ich habe V-Sync an. Helligkeit habe ich ein bisschen hochgestellt, weil die Nächte in 7 Days sind doch sehr dunkel. Vielleicht stelle ich die sogar noch einen Tick weiter hoch später in der Nacht. Über das Sichtfeld, das Field of View, das ist der Bereich von der linken Monitorkante bis zur rechten Monitorkante, was also sichtbar ist. Wenn ihr den zu hoch schraubt, dann wird die Grafik, das wird dann verzerrt. Und dadurch, dass auch mehr im Bild sichtbar ist, muss auch mehr berechnet werden. Das heißt, selbst das Sichtfeld wirkt sich auf die Framerate aus, ja. Und ja, so viel mal ganz kurz zu den Optionen. Wie gesagt, kopiert euch die raus, habt einen guten Startwert. Audio und sowas muss ich euch, glaube ich, nicht erklären. Ihr könnt den Voice Chat hier ein- und ausschalten. Ja, Gesamtlautstärke etc., Musiklautstärke im Spiel und sowas. Steuerung ist auch klar. Twitch könnt ihr euer Konto verbinden. Für diejenigen, die streamen, die können ja mal nach Twitch Integration googeln, wie das genau funktioniert. Dann können die Leute in eurem Chat im Spiel halt auch Sachen spawnen und so Sachen machen. Die können euch belohnen oder euch bestrafen und so Geschichten. So, wir sind im Spiel. Wir fangen endlich richtig an.
Und wir haben Tag 1, es ist schon mittags halb 1 und wir müssen zum Händler laufen. Der ist 600 Meter weit weg und da sehe ich schon was ganz Tolles vor mir. Da vorne ist nämlich ein Baumarkt. So, wir müssen natürlich ganz viel looten, aber ich will gerne, hier ist Nitrat. Das markiere ich mir auch direkt auf der Karte. Wegpunkt speichern. Nitrat. Und da ist ein Baumarkt. Baumärkte sind toll. Genauso wie hier die Kadaver. Wie ihr seht, wir bekommen da Knochen und Nitrat raus. 49 Erfahrungspunkte und dreimal verrottetes Fleisch. Den Baumarkt hier, den markieren wir uns auch direkt. Ein Obi. Alles in Obi, ja, kennt man. Oh, ein Zombie. Den sollte man natürlich auch mitnehmen, denn wir brauchen ja auf jeden Fall Erfahrungspunkte. Vielleicht ganz nochmal, ja, dann fangen wir mal so an mit dem Holzknüppel. Wie gesagt, ihr geht an den Zombie ran, haut ihm eins drüber und geht wieder zwei Schritte zurück. Wenn er liegt, könnt ihr nochmal hinlaufen, direkt nochmal drauf. So. Gerade am Anfang ziemlich wichtig, ihr seht unten links, wir haben 100 Lebenspunkte, ist die rote Anzeige, und wir haben 100 Ausdauerpunkte. Wenn ich einmal schlage, kostet mich das 16 Punkte. Die gehen zwar wieder direkt hoch, 16 Ausdauerpunkte, mit einem normalen Schlag. Mit Rechtsklick könnt ihr einen kräftigen Schlag machen. Der kostet direkt 24 Punkte. Und jetzt seht ihr, die Ausdauer, die braucht auch ein bisschen länger, bis die wieder oben ist. Ne? Nochmal ein leichter Schlag. Ist direkt oben. Schwerer Schlag. Die dauert wesentlich länger dann, die Ausdauer, bis die wieder oben ist. Und auf die Ausdauer müsst ihr am Anfang wirklich achten in dem Spiel. Ja? Vor allen Dingen, wenn ihr ihr lauft, ihr könnt mit gedrückter Shift-Taste schnell laufen, kostet auch Ausdauer. Und plötzlich steht ihr vor einem Zombie oder vielleicht sogar vor zwei. Macht dann vor Schreck irgendwie einen schweren Schlag und dann habt ihr keine Ausdauer mehr, also wirklich gar keine mehr. Und dann könnt ihr nicht mehr schlagen und ruckzuck haben euch die Zombies eins verpasst. Ihr habt vielleicht eine offene Wunde und fangt an, da zu verbluten. Das ist dann nicht so schön. Das muss ja nicht sein. So, die Mülltonne war leer. Vielleicht noch ein Tipp, auch direkt am Anfang. Ihr habt einen Verband. Legt euch den irgendwo hier direkt in die Leiste. Mit dem Mausrad könnt ihr den schnell anwählen. Alternativ könnt ihr auch die Zahlen 1, 2, 3, 4 oder halt eben die 7 in dem Fall für den Verband und den dann benutzen. Ja? Falls ihr eine Blutung haben solltet. Wenn das passieren sollte, habt ihr so einen Herzschlag-Sound und auf der linken Seite ist so ein kleines Herz, was am Bluten ist. Also ganz wichtig, achtet da drauf. Gerade am Anfang für diejenigen, die das Spiel noch gar nicht können, noch ganz neu sind, achtet da auf jeden Fall drauf. Ein anderer Tipp, auch direkt zum Spielstart, was ich bis jetzt, gerade hier im Spiel bisher noch nicht gemacht habe. Ich habe euch in der ersten bzw. zweiten Folge erklärt, hier kommt Holz raus. Das ist ein Schlag mit der Steinaxt und schon habt ihr drei Holz. Ja? Deswegen, also wenn ihr sowas seht, nehmt es mit. Ja? Da ist ein Huhn. Bleib stehen. Oh. So, das war jetzt... das Huhn liegt im Müll. Ein Müllhuhn. Muss ich erst den Abfallhaufen hier wegschlagen. Okay. So, jetzt haben wir das Huhn auch gleich klein gekloppt. Da haben wir jetzt 8 Knochen rausbekommen und ein bisschen Wildbret. Das ist schon mal sehr gut. Denn aus den Knochen können wir ein Knochenmesser fertigen. Ihr könnt generell aus allen Sachen Dinge fertigen. Ne? Ihr habt zum Beispiel hier Angelblei. Da kann man jetzt ausnahmsweise mal nichts draus fertigen. Aber ihr habt zum Beispiel auch Pflanzenfasern. Und da steht jetzt hier Rezepte. Oh, da kommt was angelaufen. Oder das ist noch weit weg. Dreh mich mal so rum. Pflanzenfasern, da könnt ihr auf Rezepte klicken. Und dann wird euch alles angezeigt, wo Pflanzenfasern irgendwie verwendet werden. Also hier beim Bogen werden die gebraucht, die werden hier für Kerzen gebraucht, hier für Heuballen, ja, Pflanzenfaserhut, ja. Dasselbe halt eben hier für verrottetes Fleisch, Rezepte und da ist ganz wichtig Beete und Felder.
Beete und Felder werden leider oftmals total vernachlässigt in dem Spiel. Denn es ist so, in Seven Days, seit Alpha 15, 16, ich weiß es nicht mehr genau, hat sich dieses Spiel gedreht. Früher war das mehr Crafting, schön bauen, tolle Sachen bauen, schicke Häuser bauen. Das hat sich gedreht auf Survival. Ihr müsst gerade am Anfang wirklich schauen, dass ihr eine gute Nahrungsmittelversorgung habt. Ihr könnt natürlich sagen, ihr geht looten, ihr geht durch sämtliche Häuser durch, in der Hoffnung, dass ihr da Konserven findet und sowas. Besser ist es aber, man hat einen eigenen Garten. So. Und was auch gut ist, sind Zombies, die man klein hauen kann. Hier ist zum Beispiel jetzt der etwas dickere, der hält ein bisschen mehr aus. Das war jetzt ein kräftiger Schlag. Jetzt seht ihr, ich habe noch 77 Ausdauer. Na, der ging jetzt schön daneben. So, jetzt bin ich auf 65. Ja, da geht noch was. Noch ein schwerer Schlag. Okay, jetzt bin ich bei 40 Ausdauer angelangt. Wenn ich jetzt laufe, seht ihr, den geht die Ausdauer weiter runter. Und jetzt kriege ich bei dem hier schon ein Problem. Jetzt kann ich keinen kräftigen Schlag mehr machen. Okay, jetzt bin ich auf 2 Ausdauer runter. Deswegen, ihr müsst da wirklich gucken, dass ihr damit ein bisschen haushaltet, ne, mit eurer Ausdauer. Gerade am Anfang ein Schlag drauf und dann gemütlich nach hinten gehen, wieder 2-3 Schritte, ja. Das ist Messing, auch wichtig. Da vorne ist ein Huhn, okay, ist nicht so dramatisch. Aber was ich eigentlich eben machen wollte, war ein Knochenmesser. Also, Knochen, Rezepte, ah ja, Knochenmesser. Brauchen wir für 5 Knochen, wir haben 8, machen wir uns. Warum mache ich das? Mit dem Knochenmesser kann man Tiere besser zerlegen. Anders gesagt, man bekommt mehr Ressourcen daraus. Wenn wir jetzt also da hinten das Huhn töten würden, was da genau im Fadenkreuz da hinten auf der Straße rumrennt, dann bekäme ich da mehr Fleisch raus. Also ein kleiner Stein. Das ist Tee, Goldrutenpflanze, da kann man Tee draus kochen, direkt mitnehmen. Gerade am Anfang. Gar nicht lange irgendwie fackeln, hier sind auch noch Steine, die nehme ich mir auch mit. Mal Schießpulver gefunden. Okay, da ist der Farmer. Ich gehe mal ein paar Schritte zurück, dass der hier aus dem Baum rauskommt. Draufhauen. Und noch ein bisschen drauf achten auch, wie schnell die Zombies sind. Meistens ist einer schneller als der andere. Ganz einfach, easy going. Man muss sich nur ein bisschen Zeit lassen am Anfang. So, was wollte ich sagen? Also, am Anfang wirklich darauf achten, dass ihr euch darum kümmert, eine gute Nahrungsmittelversorgung zu haben. Klebeband und leere Dosen. Klebeband ist gut, können wir gebrauchen. Das ist sehr gut. Wir haben Kürbissamen gefunden. Findet man normalerweise nicht so schnell, aber die Settings sind ja hier im Tutorial Let's Play runtergesetzt. Ne, Kürbisseeds gefunden, das ist gut. Denn ich hatte ja eben schon gesagt, Beete und Felder sind wichtig. Gerade am Anfang. Und da will ich mich halt auch schnellstmöglich drum kümmern. Es gibt übrigens 3 verschiedene Typen von Autos. Es gibt diese hier, die sehen mehr oder weniger noch, naja, halbwegs intakt aus, könnte man sagen. Die kann man auch looten. Und da kommt meistens auch was Vernünftiges bei raus. In dem Fall sogar eine Steinaxt Stufe 2. Das heißt, ich kann meine Steinaxt wegmachen und kann die direkt zerlegen. Die brauche ich nicht mehr. Dann haben wir hier noch einen Messingheizkörper. Den kann man einschmelzen zum Messing und dann kann man daraus wiederum Patronenhülsen machen. Und das ist Benzin. Den brauchen wir später, wenn wir mal Werkzeuge haben, wie einen Bohrer oder Fahrzeuge, um zu tanken. Also es gibt die Autos, die man looten kann und mehr oder weniger intakt aussehen. Dann gibt es hier diese leerstehenden Karosserien. Ja, da könnt ihr nichts mehr looten. Und es gibt noch hier diese, die sind auch so, ja, das ist dasselbe wie da hinten das. Hat nur eine andere Farbe. Ja gut, und es gibt natürlich da noch die Busse und sowas, ja, die kann man auch looten. Es gibt aber noch einen Autotypen. Ich zeige euch den gleich mal. Ich hoffe, wir... Noch so eine Steinaxt, gut, die brauchen wir jetzt nicht.
die kann man dann direkt zerlegen. Wenn ihr eine gelbe oder eine orange, eine Steinaxt habt, ihr könnt die ja reparieren, dann könnt ihr die, die ihr findet, könnt ihr zerlegen, denn die hat keinen Verkaufspreis, die braucht ihr nicht aufzuheben. Also zerlegen wir die, die Blechdosen, die nehmen wir mit. Wenn ihr R drückt, während ihr in dem Loot-Container seid, dann nehmt ihr alles mit, was drin ist. Ihr müsst also nicht jedes Item einzeln hier rüberziehen, sondern ihr könnt einfach, wenn da mehrere Sachen drin sind, R drücken. Dann ist alles leer und alles in eurem Inventar. Ne? Ihr seht, das Wasser ist wieder hier. Ich habe den jetzt mit R geschlossen. Also es gibt komplett zerfallene Autos. Ja, die haben nur noch vorne einen Motor, keine Heckklappe und auch keine Sitze. Es gibt die mehr oder weniger intakten Autos, die haben Sitze und eine vollständige Karosserie. Und es gibt noch andere Autos, die sind so da, genau dazwischen praktisch. Schauen wir mal, da vorne ist bestimmt was dabei. Die kann man auch looten, die Autos. So, hier ist eins, das ist intakt. Komplett, kann man looten. Machen wir das. Eine orangene Schaufel, das ist gut, die nehme ich gerne. Dann haben wir hier eins, das hat noch Räder, das hat keine Räder mehr, hat aber Sitze, kann man auch looten. Ihr denkt euch wahrscheinlich, was labert der Typ da jetzt von den Autos? Ihr werdet gleich wissen, worum es geht. Sekunde. Das kann man also auch looten. Das hier kann man nicht looten. Der Unterschied ist, das hat keine Sitze mehr, aber das hat noch Sitze und der da hat sowieso noch Sitze. Der große Unterschied ist aber, wenn ihr die Autos zerlegt, es gibt einen Schraubenschlüssel, damit kann man Autos zerlegen. Beziehungsweise es gibt eine Ratsche oder Knarre auch genannt. Und es gibt auch so einen Schlagschrauber. Das ist so ein Ding, was die bei der Formel 1 benutzen, um die Räder abzuschrauben. Wenn ihr damit ein Auto zerlegt, bekommt ihr Einzelteile raus. Ihr bekommt nur, ganz wichtig, schreibt euch das auf, ihr bekommt nur aus den Autos, die ihr looten könnt, also aus dem und aus dem, einen Motorblock raus. Wenn ihr Motorblöcke braucht, es gibt Dinge, da braucht man divers, relativ viele Motorblöcke für. Ihr bekommt keine Motorblöcke aus den Autos, die man nicht looten kann. Darum geht's eigentlich. Das ist das wirklich Entscheidende. Hier steht ein Klo. Kacken unter freiem Himmel am Baum. Klos kann man auch looten. Ist meistens dreckiges Wasser drin. Dreckiges Wasser ist toll, das kann man abkochen und trinken. Ich weiß, ist ein bisschen ekelhaft, aber in dem Spiel ist es so. So. Also, wie gesagt, ganz wichtig. Nur Autos, die man looten kann, ergeben einen Motorblock, wenn man sie zerlegt. Das ist ein Elektroladen. Elektroläden sind auch toll, weil da gibt es meistens ganz viele tolle Sachen. Oh, da haben wir auch was Tolles gefunden. Ich nehme mal alles mit. Und da seht ihr hier, wir haben eine Schatzkarte. In dem Fall die von Jennifer. Die können wir lesen. An denjenigen, der diese Notiz findet, das Ende ist nah, bla 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 bla. Gott segne dich, ja. Ich habe hier einen Schatz vergraben. Akzeptieren wir natürlich die Quest. Jetzt haben wir eine Schatzkarte gelesen. Und die wird uns auch auf dem Kompass oben... Ne, wird sie uns nicht angezeigt. Zeige ich euch gleich. Ich markiere mir nur mal eben schnell auf der Karte den Elektroladen. Wegpunkt speichern. Elektroladen. Wichtig. Die werden später noch wichtig werden. Wenn ihr auf der Karte seid, dann habt ihr... bin ich jetzt blöd? Ach da, da sind die Quests. Genau. Hier oben sind eure Quests. Die Quest, die den Kompass hat, ist aktiv. Also Reise zur Siedlung, finde Händler, ist die Quest Bürger von White River. Ziele, finde den Händler, der ist nur 100 Meter weg. Die ist aktiv. Ich könnte jetzt auch die hier nehmen und dann hier auf das Kompass-Symbol klicken. Dann steht da jetzt rechts oben, finde den Schatz. Und der ist jetzt auch markiert oben. Dann seht ihr da hinten auf dem Kompass oben im Himmel, da im Kompass eine kleine Schatztruhe und die ist direkt da vorne. Ja. Also ist... Was heißt direkt da vorne? Wie weit ist denn das weg? Oh, das ist doch schon ganz schön weit. Warte mal. Wo ist denn die Schatzkarte? Da ist die Schatzkarte auf der Karte.
Und wir sind da. Also, ihr könnt euch jetzt hier auch einen schnellen Wegpunkt setzen. Und dann seht ihr hier oben rechts, 1,1 Kilometer sind das bis zu dem Wegpunkt. Also bin ich 1,1 Kilometer vom Schatz entfernt. So, hiermit kann man den Wegpunkt hier, wenn man hier draufklickt, dann löscht man den wieder raus. So, wir wollen aber natürlich hier den hier machen. Deswegen mache ich den wieder aktiv. Und gehen dann mal zum Händler, endlich mal. Ich hoffe, wir kommen da heute an. Ja, da waren wir schon. Sind ja nur 80 Meter. Sollte zu schaffen sein. So, moin. So. Okay. So, jetzt bin ich auch schon relativ viel beladen. Okay. Eins am anderen. Wir sind relativ beladen. Unten links seht ihr, da ist so ein Symbol mit so einem Männchen, was irgendwas auf dem Rücken schleppt und dahinter steht eine 4. Heißt, wir sind mit 4 Feldern überlastet, sozusagen. Wenn wir in unser Inventar gucken, dann sehen wir auch, da ist ein Teil von den Feldern ist hellgrau und ein Teil ist dunkelgrau und hat dasselbe Icon. Das kann man skillen, dass man das ganze Inventar freischaltet. Das ist ein Skill, der nennt sich Packesel im Deutschen. Und da haben wir halt noch keine Punkte reingesetzt. Man kann das also alles freispielen. Aber es gibt auch einen anderen Trick, wie man das hier wieder zurückbekommt. Ja? Der Grund ist ja, dass hier die 4 Felder belegt sind. Und also beziehungsweise, dass die Anzahl dieser hellgrauen Felder überschritten wurde. Ja? Also wir sind auch 4 Felder überladen. Wenn ich hier noch 2, 3, 4 Sachen runterlege, dann ändert sich nichts an der 4. Auch wenn jetzt hier 4 Felder mehr von dem dunklen Bereich belegt sind, aber dafür sind ja auch 4 Felder frei von dem hellen Bereich. Deswegen ist das also egal. Wir müssen nur gucken, dass wir die dunklen Felder möglichst frei halten, um nicht überladen zu sein, weil uns das mehr Ausdauer kostet. Und dazu können wir halt verschiedene Sachen machen. Zum Beispiel haben wir hier diese leeren Dosen. Und die braucht man nur, um Öl herzustellen und Schäm herzustellen. Das wird, also Öl werden wir noch keins machen. Und Schäm werden wir auch noch nicht machen. Deswegen zerlegen wir die einfach. Und machen daraus Eisenschrott. Ja, hier. Eisen. Dasselbe machen wir hier mit dem Blei am Anfang. Ja, wenn man das Blei einschmilzt in der Schmiede, bekommt man, keine Ahnung, ich weiß nicht wie viel, 20 Blei jetzt daraus. Wenn ich die jetzt zerkleinere, ist das weniger. Das ist aber gar nicht so schlimm am Anfang. Dann kommen halt ein bisschen weniger Blei raus. Der Vorteil ist, ich hatte schon hier Blei. Heißt, ich habe jetzt ein Feld gewonnen. So, dasselbe könnte ich jetzt theoretisch mit den Eisenrohren machen. Ich könnte die zerlegen, aber die Eisenrohre sind wichtig. Die brauchen wir bald irgendwann für eine Schmiede, deswegen hebe ich die auf. Ich habe aber noch hier den doofen Gebietsschutzblock, den ich nicht brauche im Moment. Deswegen schmeiße ich den einfach weg. Und das hier ist nur ein freundlicher Hinweis. Heißt, den zerlegen wir, bekommen wir Papier raus. Papier hatten wir schon und schon sind wir nur noch ein Feld überladen. Und jetzt kommt noch ein Trick. Wenn ihr die Sachen in der Gürtelleiste habt, zählt es nicht zum Gewicht. Heißt, ich nehme mir jetzt einfach hier die Fackel und von mir aus hier das Klebeband und lege mir das hier rein. Und schon habe ich ein Feld wieder Platz. Dann habe ich hier noch die Federn. Und daraus mache ich mir jetzt noch ein paar Pfeile. Denn Pfeile habe ich ja hier schon. Also mache ich mir einfach noch ein paar mehr. Dann sind die Federn nämlich auch weg. Und schon habe ich noch ein Feld mehr frei. Dann habe ich hier noch ein Wasser und eine Dose Chili. Die essen wir noch. Denn hier unten seht ihr hier diesen grünen Balken. Das ist euer, wie gut ihr oder wie viel Hunger ihr habt. Ne? Umso kleiner dieser grüne Balken ist, umso mehr Hunger habt ihr. Und dasselbe gilt halt hier für Getränke. Also nehme ich mir jetzt noch das Wasser und trinke das auch noch weg. Habe ich hier wieder so eine leere Dose. Die kann ich zerlegen. Die ist von der Blechdose eben.
und schon habe ich im Prinzip drei Felder frei. So. Da rennt ein Huhn rum. Da können wir mal gucken, ob wir das kriegen. Das müsste doch jetzt hier irgendwo sein. Wo ist das jetzt hingerannt, das blöde Vieh? Das ist bestimmt ein Tarnhuhn. Sieht man nicht mehr. Egal. So, wir gehen jetzt endlich mal zum Händler. Das ist natürlich auch noch einer von den guten Händlern. Der hat relativ viel Loot, dieser Händler. Also, ne, der hat versteckten Loot. Und zwar in dem Turm da. Gehen wir mal rein. Ne, hat er nicht hier. Wo ist denn der Loot? Warte mal. Muss ich mal gerade selber gucken. Ich dachte, der wäre hier. Ist der hier? Ah, hier. Hier ist eine Munitionskiste. Können wir mal leer räumen. Ach, herrje. Okay. Schrotpatronen, Eisenpfeile, Donnerbüchse, Munition für Donnerbüchsen, 762 Munition und Eisenbolzen für Armbrüste. Nehme ich gerne alles mit. Normalerweise findet man nicht so viel. Das ist halt jetzt aufgrund der Spieleinstellungen so. So, da stehen hier so ein paar Heuballen rum. Hier ist eine Werkbank, die ist leider kaputt. Noch so eine Steinaxt, können wir direkt zerlegen. So, dann hat er da oben auf dem Turm noch Loot. Hier ist nämlich auch so eine Kiste. Muss man wissen. Bei dem Händler hier, der Händler mit den Wachtürmen, der hat zwei Munitionskisten und unten im Keller hat er auch noch Kram. So, das nehmen wir auch mit R einfach alles mit. Dann hat er hier noch jede Menge Müll. Alles looten. Alles mitnehmen. Öl. Sehr gut. ...9mm Munition. So, hier draußen tippelt ein Zombie rum. Da. Und der haut hier auf den Händler und ihr hört diesen komischen Klang, ne? Dieses Scheppern. Das liegt daran, dass die Händler unzerstörbar sind. Das ist dieser Härtemodifikator, von dem ich, erklärt hatte in der zweiten Folge. Mit dem Gebietsschutzblock. So klingt das dann. So. Jetzt hat er hier Pilze, die würde ich gerne mitnehmen. Aber die kann ich nicht abbauen. Aber hier steht noch eine Kiste rum. Die ist leider leer. Und hier steht noch eine Chemiestation. Die funktioniert sogar. Ist aber auch leider leer. Und hier steht noch ein Pappkarton. Noch so eine Schaufel. Die können wir zerlegen, weil die haben wir schon, die Zweier. Dann haben wir hier noch ein paar Eisenbarren und einen Amboss. Den Amboss brauchen wir für die Schmiede. Das ist gut, dass wir den haben. So, hier ist noch eine Kiste. Leider leer. Da ist nichts. Und hier, da steht der Waffensafe vom Händler. Da kommen wir aber leider nicht dran. Von hier aus. Ich glaube, das ging mal früher. Oder vielleicht gibt es noch einen Trick, wie das irgendwie geht. Aber ich wüsste es nicht. Das heißt, wir müssen jetzt wieder hier raus aus dem Keller. Und dann eigentlich mal dahin gehen, wo ich die ganze Zeit hin will, nämlich zu dem Händler rein. So, dann hat der Kollege hier eine Schmiede, die ist leider kaputt. Da sind auch noch Eisenrohre drin, die nehmen wir mit. Da hat er noch ein Feuer. So, da ist der Kollege, der Händler. Ja, ja. Und hier ist die Küche vom Händler, da sind noch Schränke, die kann man auch noch leer machen. Ja, ein bisschen Fisch zu essen. Blei und Munition. Ein alter Herd mit einer Blechdose, die kann man sofort zerlegen. Da oben ist noch ein Schränkchen. Noch eine Dose zum Zerlegen. Und eine Dose Suppe, die nehme ich mal mit. So. Da ist der Waffenschrank, an den kommt man hier dran. Da können wir mal versuchen, wir haben Dietriche gefunden. Wenn man E gedrückt hält und die Dietriche dabei hat, kann man versuchen, den Waffenschrank zu knacken. Das sind hier die Dinger. Ich versuche das jetzt mal nochmal.
Also mit 10 Dietrichen sollte man eigentlich den Waffenschrank aufbekommen. Aber man kann natürlich auch Pech haben. Das kann man übrigens auch skillen, dass man besser Schlösser knacken kann. Dann brechen die Dietriche nicht so schnell ab. So, jetzt ist er auf. Sehr gut. Da haben wir 5 Silberklumpen gefunden und ein besseres Knochenmesser. Das ist gut. Das heißt, ich kann mein Knochenmesser hier nehmen, kann ich direkt wieder zerlegen. Das ist eine Mod. Strahlungsentferner-Mod. Kann man in die... ich glaube, der kommt in die Waffe rein. Und die Silberklumpen, mit denen kann man nichts machen. Die kann man nur verkaufen. Aber die sind halt 250 wert. Mal 5. Das heißt, wir klauen dem Händler gerade die Sachen aus dem Waffenschrank und verkaufen sie ihm jetzt. Was davon zeugt, dass dieser Händler besonders intelligent ist. Machen wir gerade noch einen Screenshot. So. Und dann können wir auch endlich mit dem Händler reden. Und dann können wir dann hier sagen, darf ich dein Inventar sehen? So. Quest abgeschlossen, Bürger von White River, Reise zur Siedlung. Jetzt können wir dem Händler erstmal alles Mögliche verkaufen, was wir nicht brauchen. Zum Beispiel hier die Silberklumpen. Ach ne, 50 pro Silberklumpen, insgesamt 250 sind die wert. Die können wir verkaufen. Dann haben wir noch hier diese... achso, hier ist übrigens unser Geld, ja, die Jetons, das ist die offizielle Währung im Spiel. Wir haben zum Beispiel hier diese Armbrustbolzen, ne? Eisenbolzen für Armbrüste. Ich persönlich spiele die Armbrust nicht gerne, deswegen verkaufe ich die. Brauche ich nicht. Was ich auch verkaufe und wo wahrscheinlich viele Seven Days Spieler jetzt sagen werden, ist er bekloppt, ich verkaufe den Messing. Das gibt nämlich auch relativ viel Geld am Anfang. Und wir brauchen den Messing noch nicht für Patronen. Ne? Wir werden zwar relativ schnell eine Waffe finden bei den Einstellungen, aber wir werden auch viel Munition finden. Deswegen ist das nicht so schlimm. Ich verkaufe auch die Munition hier. Komplett am Anfang. Die Eisenpfeile hebe ich mir auf, weil ich persönlich gerne mit dem Bogen schieße. Aber die Munition, die verkaufe ich. Auch hier das Schwarzpulver. Können wir erst... Achso, kann man nicht verkaufen. Hier die Schrotmunition. Weg damit. Ich spiele sowieso keine Schrotflinte. Und jetzt haben wir schon 546 von den... von diesen Jetons. Ich könnte jetzt natürlich hier das Eisen verkaufen oder so, aber... Oder hier die Mod. Ja, die Mod, komm, die verkaufen wir auch. Die brauchen wir auch noch nicht. Strahlungsentferner-Mod braucht man eigentlich erst, wenn man verstrahlte Zombies bekämpft. Die kommen dann in der Blutnacht, aber ich glaube nicht, dass die in der ersten Blutnacht schon kommen. Also verkaufen wir die jetzt auch. Und jetzt haben wir schon 604. Und jetzt hat der Händler hier ganz viele Kategorien. Und hier hinten das Geheimvorrat ist natürlich die beste. Da klickt man generell immer drauf. Und dann seht ihr, hier könnte man sich jetzt ein Schützengewehr kaufen, Stufe 3. Bauplan, Patronengurt. Worum es mir aber primär gerade geht, wäre eine Helmlichtmod. Aber den hat er nicht. Eine Helmlichtmod ist in einem Bergarbeiterhelm oder Bergbauhelm. Da ist sie drin. In einem Bergarbeiterhelm ist die Helmlichtmod immer drin. Oder man kann sie einzeln kaufen. Hat er aber leider nicht da. Deswegen müssen wir jetzt mal überlegen. Man sollte am Anfang vom Spiel, wenn man jetzt nicht so viel Erfahrung hat, eher schauen, dass man was zu essen bekommt. Ja, das ist halt wirklich wichtig am Anfang. Deswegen werde ich mir jetzt halt mal hier so Tutorial-mäßig zumindest mal eine Dose Lammration kaufen. Jetzt haben wir noch 480. Können wir mal gucken. Hier gibt es auch noch Kleidung. Ja. Da sind schon lila Sachen dabei. Das ist schon krass. Munition und Waffen. Rohstoffe. Ja.
Guck mal hier, wir haben ihm die verkauft für 50 und er verkauft sie für 250 und er verkauft sie für 500. Der weiß, wie man Geschäfte macht. Time so. To move on. Jo. Okay, wir haben 19.30 Uhr. Wir müssen uns langsam drum kümmern, dass wir eine Base finden, damit wir auch die erste Nacht irgendwie überstehen können. Vorher zeige ich euch aber noch eine Kleinigkeit beim Händler. Der hat nämlich auch Quests. Wenn ihr also mit dem Händler redet, kommt ja immer erst dieser Dialog hier. Und da gibt es hier den Eintrag, hast du irgendwelche Aufgaben? Und dann gibt er euch hier 5 Quests zur Auswahl. Die haben verschiedene Stufen. Und die Quests sind eigentlich immer dieselben. Die werden nur ein bisschen schwerer. Aber im Prinzip sind es immer dieselben Quests. Und ihr seht auch immer, wie weit die entfernt sind. Heißt, wir machen hier Stufe 1 abholen, 640 Meter südwestlich von hier. Die wählen wir an. Ja, wir müssen irgendeine geheime Lieferung eines Agenten abholen. Und wir sollen das halt holen gehen und dann hierhin zum Händler bringen. Also akzeptieren wir das einfach. Und dann steht da schon Aufbrechen zum Sammelpunkt. Ja, und dann müssen wir im Prinzip zur Quest laufen und die machen. Das hier sind noch Automaten, die kann man im Prinzip mieten. Ich persönlich habe das noch nie gemacht. Die könnte man dann, ich glaube, man kann die sich dann in die Base stellen oder so und dann irgendwann sind die wieder weg. Wir müssen auf jeden Fall jetzt eine Base suchen für uns. Das sollten wir jetzt machen. Vielleicht noch einen kleinen Tipp. Ich weiß, ich habe so viele Tipps für dieses Spiel. Ich komme nicht zum Spielen, weil ich nur Tipps raushaue. Wenn ihr beim Händler seid, macht die Tür zu. Ja? Denn wenn euch hier bei so einem Händler, ihr seid hier am Looten, ihr merkt es nicht und ihr habt die Tür offen, ihr merkt es nicht und es kommt ein Zombie hier rein und ihr geht dann raus, ja, und macht die Tür hinter euch zu und habt nicht gemerkt, dass da ein Zombie drin ist, wenn ihr dann hier nebenan die Base habt und dann der Händler nachher zumacht, der macht um 22 Uhr zu und ihr habt den Zombie da drin. Ich weiß ehrlich gesagt nicht genau, ob die Zombies rausgeportet werden. Ich glaube nämlich nicht. Dann habt ihr den Zombie im Händler drin stehen, dann haut der die ganze Nacht auf die Brüstung von dem Händler und die ganze Nacht klingelt's. Also, ne, tut euch das nicht an. Also hier dieser Sound hier, ne? Ja. Das muss ja nicht sein. So, wir brauchen eine schnuckelige kleine Base. Unsere Quest ist da hinten, 600 Meter entfernt. Aber wir brauchen irgendwas, wo wir uns niederlassen können. Und ich habe so viele Tutorials gesehen und auch gelesen. Vor allen Dingen bei Steam gelesen. Irgendeiner hat geschrieben, ja, in der ersten Nacht soll man sich in der Erde verschanzen. Völliger Blödsinn. Völliger Quatsch. Ganz ehrlich, ich habe noch nie so ein Dünnpfiff gelesen, ne? So, das war so ein Kriecher-Zombie, der hält nicht viel aus. Das war ein kräftiger Schlag. Noch ein kräftiger Schlag, schon ist das Thema erledigt. So, was haben wir denn hier? Hier ist eine kleine Tanke. Da vorne ist eine kleine Tanke. Was man halt machen sollte. Also ihr braucht irgendwas, was ihr gut verteidigen könnt, ja, und wo ihr euch gut niederlassen könnt. Und deswegen solltet ihr euch... Upsala. So, sehr kopflos unterwegs. Ihr solltet euch ein Haus suchen, was ein bisschen was aushält. Also nicht hier so eine Bruchbude aus Holz, ja, sondern schon irgendwie was aus Stein. Ja. Da seht ihr hier die Wand, die hat auch schon 1200 Schadenspunkte, um die klein zu kriegen. Da läuft ein Karnickel rum. Trefft nicht. Dummes Kaninchen. Bleib doch mal stehen. Boah, das gibt's nicht, ey. Okay, jetzt ist es weg. Das sieht man nicht mehr. Also ihr braucht irgendwas, wo ihr euch gut niederlassen könnt. Hier die Tanke zum Beispiel. Die hat 2500er Wände. Die ist schön klein. Die hat eine Werkbank dahinter.
Mit bisschen Glück. Mit bisschen Glück funktioniert die sogar. Ne, die ist leider kaputt, die hier. Aber es ist ein Fahrradrahmen drin. Gott sei Dank. Und genau hier werde ich mir jetzt meine Base einrichten. Ich loote den Krempel hier gerade leer. So, ich weiß, in der Tanke ist auf jeden Fall noch jemand drin. Die wohnen da, die Herren Zombies. Die Herr und Frau Zombie wohnen in der Tankstelle. Hier ist eine Zapfsäule. So. Und da lassen wir uns nieder. Hier in der kleinen Tankstelle. Porky Gas. Porky and Gas. Unsere kleine Base. Hier werden wir wohnen. Provisorisch. Vielleicht suche ich mir noch was anderes, aber ich denke eher, dass wir hier irgendwo wohnen werden. Also wir brauchen irgendwas, was nicht zu groß ist. Beziehungsweise wir brauchen irgendwas, was was aushält. Und dafür ist die kleine Tanke hier gar nicht mal so schlecht. Ja. Gut, alles klar, dann soll es das gewesen sein für diese Folge. Wieder mal Überlänge, aber jetzt, glaube ich, haben wir das Schlimmste abgearbeitet. Wir haben die Startquests gemacht, wir haben mit dem Händler gequatscht, wir haben eine kleine Base gefunden. Und was ganz wichtig ist an der Base, sie ist nicht weit weg vom Händler. Das darf man nicht vergessen, denn ihr werdet nachher so viel Kram haben, den ihr dann wieder beim Händler verkaufen wollt. Oder dann fällt euch abends ein, ach Mist, ich wollte ja noch zum Händler eine Quest abgeben. Dann ist es nicht weit. Deswegen macht das Sinn, sich eine Base zu suchen, die direkt beim Händler ist. Also, hier wird eingezogen, hier ist die Porky-Tankstelle und hier sehen wir uns dann in der nächsten Folge nochmal wieder. Lasst ein Däumchen da, wenn es euch gefallen hat. In diesem Sinne, macht's gut, bis denn und tschüss.